Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Castlevania 2 Simon's Quest auf dem NES, die deutsche Übersetzung vom Kilbil 158. Und wie soll das anders sein? Wieder mit dabei ist der Kilbil, ich begrüße ihn. Yeah, da ist er. Yeah! Und wir haben jetzt wieder Tag. Tag. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt gehen wir hier rein, das Haus ist leer. Was? Ja, hier ist keiner. Das darf so nicht sein. Schwanerei. Doch, hier ist was. Und zwar, tu mal jetzt dein Weihwasser rausholen. Ja, warte. Mit dem Mauszeiger nicht so wild bewegen. Und Start. Wie mache ich das? Oh. Mit Select, okay. Ja. Select, du hast so oft Select gedrückt. Ja, da, unten. Start. Und, ja, auswählen, genau. Jetzt hast du auf B gelegt oder so ähnlich oder hoch. Okay, was kann ich jetzt machen? Peitsch. Noch, oh. Nee, du kannst es ja werfen. Tu mal nicht gegen. Oh, mit nach oben drücken. Ja, genau, okay. Und jetzt tu mal die zweite noch wegmachen. Geh mal ein bisschen weg, ja, schießt es so, ja, genau. Okay. Ah, hi Opi. Lange nicht mal draußen gewesen, wa? Möchtest du einen Dolch? Ist ja gut. Ist ja. Den kann ich werfen, ne? Ja. Oh nein, wir haben nicht genug Kohle für den Arsch. Das ist natürlich mega. Ja, stirb, du Arsch. Nee, mach nicht so viel. Wie viel haben wir denn eigentlich? Haben wir unten Schweinwasser? Was denn? Steht keine Zahl da. Warte mal, ich guck mal, vielleicht geht das aufs Geld. 26. 26. Immer noch 26, bleibt so. Was war, oh, cool. Der weiße Kristall? Dann geh nochmal. Ne, der weiße Kristall zeigt nur ein unsichtbares. Geh mal nochmal rechts rein. Geh nochmal dahin. Und tu mal das Weihwasser, wo der Typ rumläuft, nochmal. Ich glaube zumindest, da war was. Genau, hier unten irgendwo. Oh, möchtest du einen Dolch kaufen? Nein. Ich glaube hier irgendwie. Nochmal kurz nicht sicher. Tu mal überall hier unten, dass da vielleicht noch was aufgeht. Auf die Steine. Nee, nicht nach rechts. Der Opa soll sich verpissen. So mittig? So? Mittig? Also wenn, dann ist es hier mittig. Nee. Dann ist es noch nicht hier. Gut, dann kommt es noch. Ja, nee, dann kommt es noch. So, schön, dass man davon unendlich hat. Kann ich damit auch Gegnern. Freilich. Ja, cool. Ja. Die Nachtgegner da hier. Kannst du damit schön ärgern. Jetzt kann ich das lesen. Geh nach rechts zu Gabis Weg. Geh nach links zu Veros Wäldern. Okay, cool. Ah, das war auch sehr schwierig, die Stelle noch. Roma verbessert. Was steht da? Das 01 Roma, der super. Das Aroma soll es bestimmt heißen, oder? Das Aroma, ja. Das 01 Roma. Okay. Ah, gut, okay. We found a bug. Ja, yeah, yeah. Siehst du das? Schreib dir das auf. Ja, ich mach das auf. Klein Moment. Also 01 Roma, finde ich cool. Das merke ich mir, das wird ein neuer Insider-Gag. Ja, was cool. Was sagt der? Der sagt gar nichts. Oh, doch da. Du siehst blass aus, mein Sohn. Geh in die Kirche. Oh, ist eine gute Idee. Das ist doch die Antikirche hier. Oh, eine Frau. Tipps zu Draculas Rätsel sind in der Stadt. Alba. Ja, das sind die Bücher dann, weißt du? Tipps zu Draculas. Und so weiter. Genau, ja, dann mal, das ist natürlich jetzt auch nicht schlecht. Siehst du, da haben wir noch einen fixen Bug gefunden. Das ist ja unglaublich. Ruh dich aus, mein Sohn. Ich war von überzeugt, dass alle Bugs weg sind, siehst du? Das ist ja gut, dass wir das hier machen, wa? Ja, das geht ja nichts auf, ey. Ist verdammt gut. Ruh dich etwas aus, mein Sohn. Ruhe in Frieden. So, kommen wir mal weiter. Ja, jetzt genau, die Stadt dann und dann müssen wir. Du hast einen guten Freund. Du hast einen, müsste es heißen, ne? Was? Du hast einen guten. Nee, du hast einen guten Freund in der Stadt. Alter, besuch ihn. Mal. Also einen statt einen. Naja, das siehst du ja am Platz mäßig, ne? Das, Ja, ich weiß. Du hast einen guten Freund, können wir schon so lassen, oder? Ja, das ist so kompromissmäßig, kann man dazu lassen. Der gute Freund war bestimmt hier. Der hat seine Tür nämlich immer oben, ein guter Freund. Nee, ein alterer. Du bist nicht ein alterer. Hier kannst du mal so mit dem Wasser. Meistens kannst du da irgendwie nach unten irgendwie. Nee, nicht. Das mit rechts, das war vor uns Zufall. Hier mittig mäßig. Ja, genau, siehst du das? Krass. Und hier gibt's, glaube ich, links ein Buch. Guck mal. Nee, auf den Stein hier. Ja, da wo du gerade drauf geflogen bist. Versuch da mal was wegzuätzen. Mit dem Zeug. Und so? Ja, nicht da. Weil eins war da drunter. Die zweier Steine. Genau unter dir. Achso, die da unter mir. Ja. Okay, warte. Der nicht? Ja, nicht. Dann auf der anderen Seite vielleicht? Nee, der nicht. Da komme ich nicht hin. Ah, da muss ich vielleicht unten runter durchlaufen. Okay, kann sein, ja. Ruhig mal hier mit dem Zeug rumwerfen. Also. Da ist ein Opa. Ja, da verkauft er wieder guten Stuff. Gutes Stuff.
coolen Stuff. Gutes Zeug. Nee, leider nicht. Doch. Geh mal runter zu dem alten. Vielleicht war das ja unten bei dem alten. Schauen wir mal. Ich bin mir sicher, hier gibt's irgendwo ein Buch. Ist das mein guter Freund jetzt, oder? Nee. Der ist ein alter, du bist nicht alter. Achso, ja, stimmt. Hast du gerade schon mal gesagt. Eine Kettenpeitsche. Oh, 150, so viel Geld. Ja, die ist natürlich eine Upgrade 2. Es gibt nicht viele Upgrades. Es gibt, glaube ich. Dornpeitsche wahrscheinlich. Genau, Dornpeitsche noch und dann noch die Feuerflammenpeitsche und ja, das war's dann auch, Kusch. Das also, hört sich an wie so ein Move aus Dragon Ball. Feuerflammenpeitsche! Also wenn wir straight unterwegs sein wollen, dann holen wir uns auf jeden Fall die Peitsche noch. Wie komme ich jetzt darüber? Ja, hupfen. Machen wir Skill hier. Okay, das ist gut, cool. Zeig mal ein bisschen Skill da hier. Skill! Oh Gott, Augen. Ha! Jetzt werden die Gegner nämlich hier nämlich schon schwerer, also im Grunde, wie viel fehlen dir noch? Wo war der Fehler mit Suppe, ne, oder was? Fuck! Ich stehe in der fucking Lava. Ja, da kannst du Lorbeeren. Mit Lorbeeren bist du da unverwundbar drin. Okay. Lorbeeren. Ja, das Aroma. War das 01 Roma. Stimmt. Aroma der Suppe, ne? Hm? Tatsache. Das 01 Roma. Ich stehe da direkt so drin, ja? Ja, das ist Das ist halt das Schöne, ne? Wenn der Ersteller des Patches dann gleich mitmacht, ja. Da kann er direkt ins Skript reingucken. Tatsache, da steht das 01 Aroma. Da habe ich echt so geschlafen, jetzt gibt's ja gar nicht. Alter, die Augen sind echt kacke jetzt. Ja, das sind echt. Okay, ist jetzt nicht so ein klassisches Castlevania, wie man es vermutlich kennt. Na genau, kannst ruhig mal auch mal so reden, du. Aber, also mir gefällt's bisher, das erinnert mich so ein bisschen an Zelda 2. Na, also da hat man auch die ganze Zeit von der Seite gesehen und so. Oh, was ist das? Spinnen? Puh, Spinne. So, das macht ja übel Damage, das Netz. Ja, du bist viel zu weit schon wieder hier. Du Fuck! Ich bin zu weit, Hexer, Spinne. Ja, geh mal hier wieder zurück, ja. Du musst wieder in die Stadt. Geh mal in die Stadt und dann hätten wir da oben wieder lang gemusst. Da wo du hier bist, hier unter dir glaube ich, ne? Da gibt's was mit dem Weihwasser. Oh cool. Aber es ist schwer. Gut, da. Ey! Arschauge! Ja, du bist auch viel zu weit. Ich bräuchte also, irgendwas, womit ich HP unterwegs auch auffüllen kann, ne? Nee, gibt's nicht. Wird's nie geben. No chance. Du musst Gott sein jetzt. Weil du bist an der Stelle, das ist eigentlich schon das dritte Schloss hier. Du bist schon viel. Ja, du bist schon, hast schon eins übersprungen. Ne, zwei übersprungen schon. Jetzt geh runter, Simon, du Arsch. Ja, jetzt musst du Skill beweisen und dann wieder zurück in die Stadt. Aber ganz schleunigst. Und auf jeden Fall die Kettenpeitsche. Nein. Ach du Scheiße, jetzt wird's noch schwieriger. Ah, jetzt ja, kein Problem. Pass auf, jetzt kommen hier nämlich keine Augen. Ich mache einfach Frameskip. Und, okay? Nee, warte. Seid ihr damit alle einverstanden? Auch ich warte, ich bin auch einverstanden, dass du ein Safe-Stat machst. Oh ja, das können wir machen. File, Safe-Stat, Safe. Das ist sehr gut. So oh, jetzt ist wieder Tag. Hat sich ja kaum was verändert. Und Safe Stat. Ja, also so ja. Insgesamt werden wir auf jeden Fall mit Safe Stats arbeiten, weil macht sich einfach gut, besser ja, als mit Passwords. Wir wollen ja Scheiße. Ewig, wir wollen ja euch ja nicht ewig auf die Folter Scheiße mit dem Spiel. Und Scheiße. Ich glaube, da geht's gar nicht so lange, wie du das doch geht. Ja, wir wollen euch ja nicht ewig auf das Folter spannen, weil quasi. Deswegen machen wir mit Frameskip und alles, damit ihr. Weil ich werde es erst releasen, wenn wir hier dieses LP durchhaben. Da wird sich Blacker King wahrscheinlich freuen drüber. Ja. Kann ich mir vorstellen. Das ist doch so ein Crack. Ja. So, jetzt hier. Alter, haben die jetzt hier mal eine. Hey, ja, Kirche, ja, die Kirche in der Mitte. Kirche. Opa, verpiss dich, gib mir die Kirche. Ja, weg hier, Frau Kirche, bitte jetzt. Da, ja. Oh. Alter. Puh. Okay, ganz ruhig. Simon, du bist echt Knorke. So, ruh dich auf, mein kleiner Wicht. Und Gott. Denke daran, berühre die Gegner nicht. Genau so. Also, auf jeden Fall, ich habe das jetzt gefixt mit der Aroma. Cool. Da steht jetzt, also das ist jetzt schon wieder raus. Und ich werde es dann releasen mit dem letzten Video, wenn ihr dann beim Peak-Hunter seht. Genau. Da hat er quasi auch. Und genau in dem Moment, wenn das Video nämlich von euch fertig geguckt ist, wird das nämlich released. Ja? Genau so wird's gemacht. So machen wir das. Scheiße, es könnte jetzt echt kackjes werden, hier hochzukommen, ne? Ja, das kann sein, ja. Kein Problem! Ich bin Simon, der Bellmaster! The Belmont! Heißt der, ja, der heißt doch Belmont, ne?
Belmont, ja. Simon Belmont. Belmont. So, jetzt haben wir in welchem Land spielt das eigentlich? In Castlevania City, wa? Jetzt ja Frankreich, Island. Nee, Castlevania ist ja nicht. Das ist ja ein richtiges. Das gibt's ja wirklich, Castlevania. Also. Weißt du, wie ich mein? Ja, weiß nein. Castlevania heißt Siebenbrunnen, heißt es auf Deutsch. Und Siebenbrunnen gibt's. Castlevania heißt Siebenbrunnen auf Deutsch? Ja. Ist das hier das erste Schloss? Das ist aus dem Knast. Ja, ja, das ist das erste Schloss, genau. Auf das erste Schloss, Freunde. Ja, und selbst du weißt. Pass auf, genau. Und du weißt ja, wir haben so einen weißen Kristall uns besorgt am Anfang. Der macht nämlich diesen Stein sichtbar, der sich da bewegt. Deswegen ist er auch so blau. Ja, ja. Der Gegner da oben, der ist auch unsichtbar, weil er blau ist? Nee, ne? Du kannst auch, warte mal, geh mal ins Menü. Und guck dir mal den weißen Kristall an. Kannst du das nicht? Ging das nicht irgendwie? Kann man da nicht irgendwie? Select B, A, nö. Nee, auf jeden Fall, der hatte dir das, glaube ich, gesagt, wo du ihn gekauft hast. Der macht quasi unsichtbare Dinge sichtbar. Hier gibt es dann später noch einen roten, der macht auch noch ein bisschen was sichtbar. Aber, naja. Der Gegner ist wegen fies, ja. Das sind schon eine der schweren Gegner hier. Weil jetzt sind wir im Starterlord? Nee, der kickt dich runter. Du musst jetzt irgendwie rauf, ne? Genau. Und dann mach lieber ein Safe-Settle, weil wenn du runterfällst, ist scheiße. Ja! Taua! Yes, geschafft. Ja, und in jedem Schloss findest du quasi eine Reliquie von, vom Dracula. Und ein geheimer Händler ist auch immer irgendwie mit drinnen. Und ein Buch ist meistens auch mit drin. Ich schmeiß einfach hier noch nebenbei mit den Tränken. Ich habe ja unendlich davon. Ich geh mal hier runter, mal gucken, was da noch so schönes ist. Ja, geht's dann schon zum Boss? Dämon, ich muss sterben. Nicht sterben. Du kannst laden. Okay, guck mal, ich geh wieder hier rein. Der Typ war ja ganz einfach. Ja. Ja, so. Also ja. Spring also einfach mal an. Du kannst mal nicht darunter. Geh erstmal oben lang. Und als erstes werden wir uns auf jeden Fall die neue Kettenpeitsche holen dann. Okay, hier brauchen wir bloß 2 Schläge. Ja, hey, wie geht haben wir eigentlich? 58, sind nicht gerade viel, du. Sind das Blobs? Ja. Ja, guck einfach mal. Stell dich nicht so an. Gucke wegen. Okay. Easy peasy, wa? Stirb! Ja, im Grunde hätten wir uns die Peitsche schon holen sollen, ne? Da wäre hier die Burg jetzt schon wesentlich leichter. Deswegen sind wir ja auch in die Stadt gegangen. Bastard. Bastard. Ja. Ja, im Grunde, ja, deswegen sind wir ja auch in die Stadt hier gegangen, ne? Ist doch schon klar, ne? Deswegen, wir sind jetzt in die Stadt zwar... Ich treffe den nicht. Nee, das ist mies. Yeah, Skill beweisen und schön speichern, nicht, dass du runterfliegst. Oh ja. Ey! Nett laden, speichern, mein Ich hab auf I gedrückt, auf P gedrückt statt auf I. Oh, ist echt gut. Doof, ey. Jetzt bist du ja trainiert. Weißt du, P wie speichern und I wie laden? Das ist ja voll umgedreht, meine ich. Ist ja voll I. I wie speichern, ja. Also das ist ja mal überhaupt nicht narrativ. Intuitiv, meine ich. Die Blobs fallen von unten nach oben. Ja, du kannst im Grunde mal... Wo bist denn? Ach, das ist jetzt, wo bist denn du? Ach, das da. Kam jetzt hier der Dino da, ja. Naja. Der springt! Stirb, du Stirb! Ach, das ist ja echt die Kacke, ey. Boah, ist richtig Bock. Ja, weißt du warum? Wie viel Geld hast du? Wir müssten eigentlich im Grunde die Peitsche kaufen. 58 immer noch. Ja, logisch. Meinst du, soll ich zurück? Ja, die Peitsche ist schon wirklich schon echter... Es gibt nur 4 Peitschen im Spiel. Du hast ein Viertel mehr Power dann. Das macht es schon bemerkbar. Ich sollte aufhören zu springen, ja. Das ist so eine Megaman-Kratze. Ja, stimmt schon. Nee, wir holen uns die Peitsche. Das ist ja auch der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Wir gehen jetzt hier zurück, holen uns die Mega-Peitsche des Todes. Für 150. Meinst du, so viel Geld habe ich noch nicht? Ja, aber gleich. Ja, auch gleich, ja. Weißt du, wie viel Geld ich da noch farmen muss? Ja, wir müssen nachts farmen. Nachts sind die jetzt auch stärker, aber geben auch doppelt. Ja? Ja, ja, klar. Okay. Muss man drauf achten, hier geben sie dir nur ein Herz und abends, also nachts geben sie dir ein halbes Herz, immer. Mindestens. Aber das sind halt auch stärker, ne? Deswegen tun wir gleich vorne in der Stadt, tun wir quasi gleich skillen. Beziehungsweise mal Alter, nochmal auf. Du dummes Kackhuhn. Beziehungsweise können wir auch nochmal aufladen da. Das soll ich jetzt hier nochmal runter sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Okay, komm mal hin. Und dann no problem. Vielleicht wird es ja gleich dunkel. Genau, und dann tun wir uns nochmal fix aufladen auf jeden Fall. Hm. Vielleicht wird's dann sogar noch nicht dunkel. Genau. Ja, nee, die Peitsche, die... Ich bin schon mal voll erschrocken von dem Typ. Das ist echt nicht gesund. Hallo. Ja. Guck mal, das ist voll die Abkürzung, wenn man hier lang geht. Es geht schneller als Treppenlaufen. Eigentlich schon, naja. Ruh dich etwas aus. Speichern. Yeah.
Ja. Jetzt gehe ich wieder weg. Wie viel haben wir, Money? Money heißt 78. Da fehlen noch die Hälfte haben wir. Okay, dann geh mal da hoch. Dann machen wir wegen Speed-Tempo hier da oben rein, bis Nacht wird. Und dann killen wir da oben hier die drei Gegner mal. Dann gehen wir nach rechts und links, weißt du, wie ich meine? Ist ja, oh, guck mal. Auch sehr praktisch. Speichern nochmal. Das ist eine grausame Nacht, meine Freunde. Jö. So, wir machen jetzt hier noch ein bisschen Money und dann machen wir den Part beenden. Wir sind schon wieder bei einer Viertelstunde. Okay. Was? Echt jetzt, ja? Ja, ohne Scheiß. Krasse Scheiße. Stirb! Stirb, stirb, stirb. Ja, stirb. Hey, guck mal, kann ich einfach so machen. Ja, genau. Rechts, links, das geht. So, du kannst auch hier. Du kannst auch quasi. Nee, geh mal hier, ganz nach links. Nee, lass den. Genau, ganz nach links. Aus dem Bild raus. Was? Nach links aus dem Bild raus? Ja. Ach so. Und dann. Jetzt brauchen die auch schon zwei Schläge, siehst du? Ja, ja, die. Aber guck mal, die hinterlassen immer ein halbes Herz, siehst du das? Geh mal nach links. Ja, ich will, dass die zwei einfach hier wiederkommen. Ach so, machst du das. Ja, gut, das kannst du auch machen. Sofern das so funktioniert. Ja, geht. Cool. Coole Scheiße hier. Ja, ja, das irgendwie lohnt sich nicht. Wie bitte? Das lohnt sich nicht, der Weg zum Farmen. Dann geh mal nach links. Und dann gleich wieder nach rechts. Nee, pass mal auf, hier macht das so, ja. Bam. Na, jetzt geht da hoch, du Horn. Oh, du Horn. Ja, das hat ein Zoras kommen und so, ist das kein Problem. Das hat der Angry Videogame Nerd hat es ja bemängelt, diese Hupf-Aktionen hier. Ja, nachvollziehbar. Sehr nachvollziehbar. Weil wenn du hupst und dein Gegner kommt, wirst du immer zurückgestoßen und wenn hinter dir ein Abgrund ist, brauchst du es. Ja, richtig. Das kann richtig fies werden. Oh, guck mal, da kommt schon der nächste Onkel. Ja, du brauchst einen Plus hin und her laufen hier. Level up! Oder was war das jetzt? 110, cool. Das kann ich das sagen. Alle 100 Herzen kriegt man hier einen Energieschub sozusagen. Ja. Und normalerweise Level Up. Das ist richtig. Also es gibt in der japanischen Fassung gibt's ein Level Up und ich würde es kaum glauben. Im ROM ist das sogar noch hinterlegt. Aber echt, ja, könnte man wieder aktivieren. Könnte man theoretisch aktivieren, ja. Es gibt 5 Level. Das ist echt so. Das haben sie rausgemacht. Das nächste ist die ganze Passwortfunktion, haben sie nur in der US-Fassung reingemacht, weil sie Batterien sparen wollten. In der japanischen Fassung hat es ein Speichermenü. Ja, nee, das ist dann übers Famicom Disk System wahrscheinlich gewesen. Nee, oder war das mit Disk? Das kann ich mir zumindest vorstellen. Also auf jeden Fall, ja, das kann sein, ja, das kann sein. Okay, Zelda gab's ja auch auf dem Famicom Disk System, ja. Ja, du hast recht, und zwar genauso war es auch, aber die haben im Grunde ein richtiges Speichermenü gehabt, ne? Save Stand 1, 2, 150. 3. Mein Freund. Hallo, los dann. Ja, das ist noch Nacht. Nee, ist egal, geht trotzdem rein. Das wird auch dort. Nein, ich krieg doch, aber ich kann doch gar nicht in die das, da rein. Da kann ich doch lieber hier noch ein bisschen Geld machen. Ja, klar kommst du da rein. Nein, ich komm doch nicht in das Haus rein in der Nacht. Da kann doch keine Türen öffnen. Wir können doch speeden, Mann. Ja, das schon, aber hier kann ich doch lieber noch ein bisschen Geld machen. Ah, wir brauchen dann kein Geld mehr, Mann. Wir kriegen dann genug. Das sag ich bei Zelda auch immer. Ja, hab genug Geld. Außerdem kommen wir hier eh nochmals manchmal lang, von der Seite her. Kein Problem. Na gut. Na gut, 20 Mal ist übertrieben, aber ein-, zweimal kommen wir schon noch hier vorbei. Shakabuga! Kaka. Komm hier, siehst du, guck mal, jetzt haben wir es schon morgen. Na siehst du. Dann gehen wir in die City und kaufen uns mal die coole. Das gute Zeug. Das gute Stuff. Zeug, du. den guten Stuff. Kachinka! Das ist das alt germanische Wort für Attacke! Ist Rachinka. Ach so? Das klingt ja russisch, Rachinka. Rachinka, Rachinka. Ja, Leute, und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Castlevania 2. Wenn wir uns diese coole Mega-Peitsche kaufen. Ich nehme an, dass sie da war. Ja. Na, wir werden es dann ja sehen. Also, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Die war ganz hinten. Tschüss.